für mich persönlich extrem herausfordernd. Gerade zum ersten Mal so eine Verantwortung auch zu bekommen für so ein Riesenschiff. Das ist schon nicht ohne, aber man merkt, dass da das eine in das andere greift. Man hat sämtliche Unterstützung, die man braucht. Also alleine gelassen wird man definitiv nicht. Das ganze Team steht hinter einem. Ob es hier vor Ort ist, Verwaltung, ganz oben, wie auch immer, das greift alles perfekt ineinander. Stress muss man abkönnen zu dieser Zeit, aber ja, ansonsten alles schön strukturieren und dann gelassen bleiben. Lachen nicht vergessen. Genau. Also Spaß hat es eigentlich die ganze Zeit gemacht. Selbst wenn man gestresst war und gesagt hat, oh Gott, wie soll man das noch alles hinkriegen? Spaß hatte man trotzdem, Vorfreude war da. Ja, gestern Nachmittag war eigentlich abzusehen, dass der Hase läuft. Jeder hat wahrscheinlich, würde ich eher sagen, die ganzen Augenärzte sind hier und die ganzen HNO-Ärzte sind vorbeigekommen, sowie auch der Oberbürgermeister. Klar, der eine oder andere Stammkunde, der sehr neugierig war, war auch schon da. Alle sind begeistert, man kriegt Glückwünsche von allen Seiten, von Kunden. Auch die Leute, die vorbeigehen und nicht reingehen, die sind begeistert von dem Laden, die nächsten Tage kommen wollen. Macht einfach Spaß.